EA Poe Productions. EA Poe Productions liest italienische Märchen. Heute der wilde Mann. Es war einmal in Marigliano eine wackere Frau namens Marcella, die außer 6 unverheirateten Töchtern, welche lang waren wie die Hopfenstangen, einen so einfältigen, tölpelhaften Sohn hatte, dass ihm sogar der Schnee zu hart war, um einen Schneeball daraus zu machen, und er der wahre Gimpel aller Gimpel schien, deswegen auch kein Tag vorüberging, wo die Mutter nicht zu ihm sagte: »Was machst du denn in unserem Hause, du verdammter Schlingel? Pack dich, du Klotz! Geh weg, du Pinsel! Fort mit dir, du Unheilstifter! Geh mir aus den Augen, du Bärenhäuter! Denn du bist mir in der Wiege ausgetauscht worden, und statt eines hübschen Kindchens, Püppchens, Täubchens, ist mir solch ein dummer Jan, ein solcher Einfallspinsel wie du hineingelegt worden.« Aber mit all diesen Reden brachte Marcella nichts zustande, denn es ging alles zu einem Ohr herein und zum anderen hinaus. Da nun die Mutter sah, dass keine Hoffnung vorhanden war, dass aus Anton, so hieß der Sohn, irgendeinmal etwas werden würde, ergriff sie eines Morgens, nachdem sie ihn den Kopf, und zwar ohne Seife, gehörig gewaschen hatte, einen tüchtigen Knüppel und fing an, ihm damit das Wams nach Noten auszuklopfen. Als sich Anton so ganz unerwartet durcharbeiten, krempeln und walken sah, riss er aus, sobald er ihr entkommen konnte, und lief so weit und so lange, bis er gegen Sonnenuntergang, um die Stunde, da man anfing, in den Läden der Luna die Lichter anzuzünden, am Fuße eines Berges anlangte, der so hoch war, dass er mit dem Himmel zusammenstieß. Hier sah er auf einem Stumpf einer Pappel neben einer Grotte aus Bimsstein einen wilden Mann sitzen. Oh, wie hässlich sah der aus! Er war ein ganz kleiner Herr und nicht größer als ein Zwerg. Er hatte aber einen Kopf, dicker als ein indischer Kürbis, eine blättrige Stirn, die Augenbrauen zusammengewachsen, verdrehte Augen, eine platte Nase mit 2 Nasenlöchern, die 2 Kloaken zu sein schienen, einen Mund so groß wie eine Kelter, aus welchen 2 Hauer hervorragten, die ihm bis an die Fußspitzen gingen, eine zottige Brust, Arme wie eine Garnwinde, Beine wie eine Bogenwölbung und Füße so flach wie die einer Gans. Mit einem Wort erschien ein Popanz, ein Teufel, ein hässliches Fratzengesicht und ein wahres Schreckgespenst zu sein, das selbst einen Roland hätte in Angst setzen, einen Skanderberg den Mut rauben und einem Steifbettler abschrecken können. Anton aber, der nicht so leicht vor etwas in Furcht geriet, verneigte sich und sagte zu ihm: »Grüß Gott euch, Herr, wie geht es euch? Was macht ihr? Kann ich euch womit dienen? Wie weit ist es noch bis zu dem Orte, wohin ich zu gehen habe?« Sobald der wilde Mann diese ungereimte Rede hörte, fing er an zu lachen, und weil ihm dieser sonderbare Patron gefiel, fragte er ihn: »Willst du in meinen Dienst treten?« Worauf Anton erwiderte: »Was wollt ihr denn im Monat?« »Diene mir nur ordentlich«, antwortete der wilde Mann, »dann werden wir schon miteinander fertig werden, und du sollst bei mir ein lustiges Leben führen.« Als der Handel auf diese Weise geschlossen war, trat Anton in den Dienst des wilden Mannes, wo es Essen die Hülle und Fülle gab und mit der Arbeit auch nicht weit her war, so daß in weniger als 4 Tagen Anton feist wurde wie ein Türke, rund wie eine Tonne, mutig wie ein Hahn, rot wie ein Krebs, grün wie Knoblauch, so rund wie ein Walfisch und mit einem Wort so dick und fett, daß er nicht aus den Augen sehen konnte. Es waren aber noch keine 2 Jahre vergangen, als ihm die guten Bissen zuwider wurden und er ein großes Verlangen bekam, einmal wieder eine Fahrt nach Hause zu machen, und indem er an die Heimat dachte, wäre er fast auf der Stelle davongelaufen. Der wilde Mann, der ihm ins Herz schaute, sah ihm an der Nase die Unruhe an, indem sich Anton hin und her drehte, als wenn er auf Nadeln gesessen hätte. Er rief ihn daher beiseite und sprach zu ihm: »Lieber Anton, ich weiß, dass du großes Verlangen hast, die deinen zu sehen, und da ich dich so herzlich liebe wie mich selbst, so bin ich zufrieden, dass du einmal zu ihnen reisest und deinen Wunsch befriedigst. Nimm also diesen Esel, der dir die Mühseligkeiten des Zu-Fuß-Gehens ersparen wird. Aber sieh dich vor, dass du nie zu ihm sagst: Are Caucare, denn bei der Seele meines Großvaters, es möchte dir leid tun.« Anton nahm den Langohr, hing, ohne selbst nur Adieu zu sagen, seine Beine über denselben und fing an, drauf loszutraben.
Er war aber noch nicht 100 Schritt vorwärts gekommen, als auch schon von dem Grautier abstieg und sogleich sagte: »Arre, kau, karre!« Und kaum hatte er den Mund geöffnet, als auch schon das Langohr anfing, Perlen, Rubine, Smaragde, Saphire und Diamanten, alle so groß wie Walnüsse, von hinten von sich zu geben. Anton sperrte das Maul weit auf, starrte die herrliche Ausleerung des Eseleins an und füllte mit großer Herzenslust seinen Quersack mit den Edelsteinen. Hierauf fing er wieder an, in einem tüchtigen Trab zu reiten und gelangte endlich zu einem Wirtshaus, wo selbst er, sobald er abgestiegen war, zu dem Wirte vor allen Dingen sagte: »Hurtig, bindet mir diesen Esel an die Krippe und schüttet ihm gehörig vor. Hütet euch aber, zu ihm zu sagen, Arre kau karre, denn es möchte euch leid tun, und hebet mir auch diese Sächelchen hier sorgfältig auf.« Als der Wirt, der sein Handwerk gehörig verstand und ein schlauer, durchtriebener, pfiffiger Schelm war, so ganz unversehens diese Rede vernahm und die Edelsteine erblickte, welche strahlten wie die liebe Sonne, ergriff ihn die Neugier zu sehen, was diese Worte bedeuteten. Nachdem er also Anton gut zu essen und so viel er wollte zu trinken gegeben hatte, steckte er ihn zwischen einen Sack und eine Bettdecke, lief, sobald er ihn die Augen schließen sah und im tiefsten Basse schnarchen hörte, nach dem Stalle und sagte zu dem Esel »Arre, kau, karre«, worauf dieser denn auch die gewöhnliche Operation vornahm, indem ihm der Hintern von Goldklumpen und Juwelenhaufen überlief. Kaum nahm der Wirt dieses wahr, so faßte er den Entschluss, den Esel auszutauschen und so jenen Bauerntölpel von Anton einen Streich zu spielen, ihn zu hintergehen, anzuführen, zu betrügen, zu beluxen, zu prellen, zu berücken, hinters Licht zu führen und einem solchen Hansnarren Schöps, Pinsel, Gimpel, Dummerjan, wie jener, der ihm in die Hände gelaufen war, die Augen gehörig auszuwischen. Als daher Anton zur Zeit, da die Aurora ganz rot vor Scham an das Fenster des Ostens tritt, erwacht war, sich die Augen mit den Händen gerieben, sich eine halbe Stunde lang gedehnt und gereckt und sich ein Schockmal nach Art des Zwiegesprächs gegähnt und gefistet hatte, rief er den Wirt und sagte zu ihm: »Komm her, Kamerad, kein Kredit, lange Freundschaft. Wir sind Freunde, unsere Beutel Feinde, darum macht mir die Rechnung, denn ich will bezahlen.« So summierte sich denn zusammen so viel für Brot, so viel für Wein, das für die Suppe, das für Fleisch, 5 für Stallgeld, 10 für das Nachtlager und 15 für das Frühstück und Biergeld, worauf Anton die Spieße aufzählt, den falschen Esel nebst seinem Vollbimsstein statt der kostbaren Juwelen in Empfang nimmt und über Hals und Kopf nach dem Wohnort seiner Mutter eilt. Ehe er aber noch einen Fuß ins Haus setzte, fing er schon an, aus vollem Halse zu schreien wie ein Zahnbrecher. »Komm schnell herbei, Mutter, komm ganz schnell, denn wir sind jetzt reich. Mach Tischtücher zurecht, breite Laken aus, lege Decken auf die Erde, denn du wirst Schätze sehen.« Die Mutter, außer sich vor Freude, öffnete also einen großen Kasten, in welchem feine Laken, die man hätte wegblasen können, Tischtücher, die noch nach der Wäsche rochen, und Bettdecken, die einen bis über die Nase verhüllten, lagen, holte sie hervor und breitete sie alle säuberlich auf die Erde. Alsdann wird der Esel draufgestellt, und Anton fängt an, seine Arre kau karre anzustimmen. Aber Arre kau karre, du nur immer zu, denn der Esel kümmerte sich gerade so viel um diese Worte als um den Klang der Laute. Gleichwohl wiederholte Anton diese Worte noch 3 oder 4 Mal. Da aber alles in den Wind geredet war, ergriff er einen tüchtigen Knüppel und fing an, das arme Tier so zu bearbeiten, gehabte und drosch und weigte es dergestalt durch, dass dem armen Grauen die Hintertür aufsprang und durch dieselbe ein gelber Faden auf die weißen Tücher geflogen kam. Als die arme Marcella dieses sah, ergriff sie einen Knittel und, ohne dass sie Anton Zeit ließ, auch noch seine Bimssteine zu zeigen, fütterte sie ihn mit einer solchen Prügelsuppe, dass er sich eilends wieder zurück zu dem wilden Manne auf den Weg machte. Sobald er dort mehr im Trab als im Schritt angekommen war, erhielt er von dem wilden Manne, der durch seine Zauberkünste alles und daher auch das wußte, daß Anton sich von einem Gastwirt hatte überlisten lassen, eine tüchtige Tracht Schläge, indem ihm sein Herr dabei einen unverständigen, dummen, albernen, blödsinnigen Tagedieb, einen Strohkopf, einen Tölpel, eine Schafsnase, einen Stoffel, einen ausgemachten Narren, einen Erzgimpel, einen Hans Papp nannte, der sich für einen juwelenmachenden Esel eine Bestie hatte anbinden lassen,
die eine Überfülle von pomeranzenfarbigen Quarkkäse von sich gab. Anton verschluckte jedoch diese bittere Pille und schwor, dass er sich nie wieder, nein, nie wieder von einem lebenden Wesen würde hinters Licht führen lassen. Kaum aber war ein anderes Jahr vorüber, als ihn wieder dieselbe Lust plagte und er fast vor Sehnsucht, die seinigen wiederzusehen, vergangen wäre. Der wilde Mann, der hässlich von Ansehen, aber schön von Herzen war, gab ihm die Erlaubnis zur Reise und schenkte ihm außerdem eine hübsche Serviette, indem er hinzufügte: »Bringe dies deiner Mutter, sieh dich aber vor, dass du nicht wieder solch ein Rindvieh bist und es machst wie mit dem Esel, und ehe du nicht zu Hause andangst, sage ja nicht, tu dich auf und tu dich zu, Serviette, denn wenn dir darüber etwas Schlimmes widerfährt, so ist es dein Schaden. Jetzt geh mit Gott und komm bald wieder.« Anton machte sich also wieder auf den Weg, aber nicht weit von der Höhle legte er alsbald das Tellertuch auf die Erde und sagte: »Tu dich auf und tu dich zu, Serviette«, worauf diese sich sogleich auftat und in ihrem Inneren so viel Pracht und Herrlichkeiten und Schmucksachen sehen ließ, wie man gar nicht glauben kann. Als Anton dies wahrnahm, sagte er rasch: »Tu dich zu, Serviette«, und unverzüglich verbarg sie wieder alles in sich. Anton zog alsdann wieder weiter nach demselben Wirtshaus und sagte zum Wirt: »Na, hebet mir diese Serviette auf und saget ja nicht, tu dich auf und tu dich zu, Serviette.« Der Wirt, der ein durchtriebener Schelm war, erwiderte hierauf: »Seid ganz ohne Sorge«, gab ihm tüchtig zu essen, trank ihm so lange zu, bis er benebelt war, und brachte ihn dann hurtig zu Bett. Alsdann nahm er die Serviette und sagte: »Tu dich auf, Serviette«, welche sich dann sogleich auftat und so viele Kostbarkeiten zeigte, dass der Wirt vor Erstaunen ganz außer sich geriet. Er suchte daher eine dieser ähnlichen Serviette heraus, mit der er Anton, als er des Morgens aufgestanden war, auch wirklich anschmierte. Dieser langte nun, tüchtig drauf losstiefelnd, in dem Hause seiner Mutter an und rief alsbald: »Diesmal, meiner Treu, werden wir gewiß unsere Armut zum Teufel jagen. Diesmal gewiß die Lumpen, den Plunder und den ganzen Trödelkram aus dem Hause werfen.« Zugleich breitete er die Serviette auf der Erde aus und fing an zu sagen: »Tu dich auf, Serviette.« Aber er hätte diese Wörter bis zum anderen Morgen wiederholen können und hätte nur seine Zeit damit verloren, denn er brachte nichts zu Wege, auch nicht das Mindeste. Da er nun sah, dass es ihm nicht nach Wunsch ging, sagte er zu der Mutter: »Wo ist der Kuckuck? Der Wirt hat mich wieder mit diesem Quark angeschmiert. Aber warte nur, Schelm, du sollst mir das bezahlen. Es wäre dir besser, du wärst nie geboren, besser, du wärst als Kind überfahren worden. Ich will das Liebste, was ich habe, verlieren, wenn ich ihn nicht beim nächsten Einkehren in seinem Wirtshaus zu Brei haue.« Als die Mutter diesen neuen Eselstreich vernahm, erglühte sie vor Wut und sagte: »Dass du doch den Hals brächest oder dir das Knick abstürzest, du Unglückssohn, scher dich zum Teufel, denn du bist mir zuwider wie eine Spinne. Ich kann dich nicht ansehen, ohne dass mir übel wird, und ich bekomme immer wieder einen Krampf, wenn du mir zwischen die Füße kommst. Mach ein Ende und lass dir dünken, dass dieses Haus in Flammen steht, denn ich schüttle mir die Kleider aus und betrachte dich gar nicht mehr als meinen Sohn.« Der arme Anton, welcher den Blitz sah und den Donner nicht abwarten wollte, senkte den Kopf, riss aus, gleich als hätte er etwas gestohlen, und kam Hals über Kopf rennend bei dem wilden Mann an. Kaum sah ihn dieser so traurig und niedergeschlagen anlangen, so ließ er ein neues Donnerwetter über ihn ergehen, indem er sagte: »Ich weiß nicht, was mich abhält, dir die Laterne anzustecken, du Vielfraß, Fistpeter, Dummbart, nichtsnutziger Schlingel, Plappermühle, Plaudermatz, der du wie eine Gerichtstrommel alles öffentlich ausrufst, ausspeist, was du im Leib hast, und auch nicht einmal junge Schoten bei dir behalten kannst. Wenn du im Wirtshaus dein Maul gehalten hättest, so wäre dir das nicht widerfahren, was dir widerfahren ist. Weil du deine Zunge wie einen Mühlstein gebraucht hast, hast du dir das Glück zermahlen, das dir aus meinen Händen zuteil geworden war.« Anton stand da wie ein abgebrühter Pudel und hörte still und geduldig diese Musik an. Als er aber noch andere 3 Jahre im Dienste des wilden Mannes ruhig zugebracht und so wenig an seine Heimat gedacht hatte als daran, Graf zu werden, bekam er doch wieder einen Fieberanfall, und wiederum setzte er sich in den Kopf, die seinigen einmal zu besuchen.
Er bat deshalb den wilden Mann um Erlaubnis, welcher denn auch, um den lästigen Tölpel loszuwerden, ihn gehen ließ und ihm einen sehr schönen gearbeiteten Stock mit den Worten schenkte: »Nimm diesen Stock zum Andenken von mir. Hüte dich aber zu sagen, steh auf, Prügel, oder leg dich nieder, Prügel, denn sonst beneide ich dich nicht um das, was geschehen würde.« Anton nahm den Stock und antwortete: »Und seid ganz ohne Sorgen. Ich habe den Schleifstein des Verstandes eingeschraubt und weiß recht gut, wie viel 2 mal 2 ist. Ich bin kein Kind mehr, denn wer Anton etwas weismachen will, muss früher aufstehen.« »Eigenlob stinkt«, erwiderte der wilde Mann. »Gesagt ist leichter als getan. Was ich sehe, glaube ich. Wenn du nicht taub bist, so musst du mich verstanden haben, und wer sich raten lässt, dem ist auch zu helfen.« Während der wilde Mann noch immer zu reden fortfuhr, war Anton schon auf dem Wege zu seiner Mutter. Er hatte aber noch keine halbe Meile hinter sich, als er auch schon sagte: »Steh auf, Prügel!« Dies wirkte jedoch nicht wie gewöhnliche Worte, sondern wie ein Zauberspruch, denn gleich, als wäre der Stock von einem bösen Geist besessen gewesen, gerade so fing er auch urplötzlich an, dem unglücklichen Anton den Rücken der Gestalt zu bearbeiten, dass die Schläge wie in Strömen herabregneten und einer nicht den anderen erwartete. Als sich der arme Schelm so zerbläut und durchgegerbt sah, sprach er rasch: »Leg dich nieder, Prügel«, worauf auch sogleich der Prügel abließ, auf dem Rücken Antons aufzuspielen, und dieser, auf seine Kosten gewitzigt, ausrief: »Nun weiß ich, was ich zu tun habe, und meiner treu, es soll nicht ungetan bleiben. Noch ist er nicht zu Bett, dem es heute Abend sehr schlimm ergehen wird.« Dies sagend, kommt er bei dem bekannten Wirtshause an, wo er mit der größten Freundlichkeit der Welt empfangen wird. Kaum angelangt, sagt er zu dem Wirt: »Da nehmt diesen Stock und hebt ihn mir gut auf. Hütet euch aber, dass ihr nicht sagt: Steh auf, Prügel, denn wenn es euch übel bekommt, versteht mich wohl, so beschwert euch nicht über den Anton. Ich kann nichts dafür und wasche mich im Voraus von aller Schuld rein.« Der Wirt, voll der größten Freude über diesen dritten Glücksfang, lässt Anton tief in die Schüssel greifen und noch tiefer ins Glas gucken, und nachdem er ihn zu Bett gebracht hat, eilt er mit seiner Frau, die er zu dem schönen Fest herbeigerufen hat, zum Stock und sagt: »Steh auf, Prügel!« Dieser fängt dann auch sogleich an, die Hinterseite des Wirtes und seiner Ehehälfte heimzusuchen, und tick hier, tack da, fährt er wieder Blitz hin und her, so daß sie, sich so kläglich und jämmerlich zugerichtet sehend, immer mit dem Prügel hinter sich, Anton aufzuwecken liefen und ihn um Barmherzigkeit anflehten. Als dieser nun wahrnahm, daß die Sache ganz nach Wunsch ging und die Makaroni im Käse und den Kohl im Speck sah, sagte er: »Da ist nicht zu helfen. Ihr müsst euch nun einmal damit bequemen, totgeprügelt zu werden, es sei denn, daß ihr mir meine Sachen wiedergebt.« Der Wirt, von Schlägen fast zermalmt, rief alsbald aus: »Nehmt alles, was ich habe, nur befreit mich von diesen Dreschschlägel.« Und um Anton sicherzustellen, ließ er auch wirklich alles herbeiholen, was er ihm früher abgeluchst hatte. Sobald Anton das Seinige wieder in seinem Besitz sah, sagte er: »Leg dich nieder, Prügel«, und dieser hörte auch sogleich auf und sank herab. Anton nahm nun den Esel sowie die anderen Sachen und begab sich damit zu seiner Mutter. Nachdem er daselbst mit der Serviette einen sehr gelungenen Versuch angestellt und das Hintergestell des Esels eine Generalprobe hatte halten lassen, saß er von der Zeit an warm, verheiratete seine Schwestern, machte seine Mutter zur reichen Frau und bezeugte so die Wahrheit des Sprichwortes: »Den Narren und Kindern steht der Himmel bei.«